So, willkommen zu unserer heutigen Auszeit. Nimm wieder eine Position ein, die für dich heute passend und richtig ist. Eine Position, wo du dich innerlich etwas zurücklehnen kannst, auch wenn du gleichzeitig aufgerichtet und ausgerichtet bleibst. Lass die Gedanken fallen. Auch wenn sie dich vielleicht jetzt noch bewegen, vielleicht noch in dir nachklingen von den Ereignissen des Tages. Versuche anzukommen, hier und jetzt. Und dafür richtest du deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und ausatmen. Beobachte, wie mit der Einatmung dein Brustbein sich hebt und die Schultern folgen. Und mit der Ausatmung sich beides wieder senken. Auch deine Rippenbögen weiten sich. In dem Moment, wo auch dein Bauch leicht nach vorne tritt, bei der Einatmung und auch beides sich senkt mit der Ausatmung. Beobachte ganz aufmerksam, wie der Luftstrom durch deinen Körper wandert. Begonnen bei dem leichten Lufthauch an deinen Nasenflügeln, bei der Einatmung den Rücken entlang, Brustbein, Schultern, Bauch, Becken. Und du erlebst, wie du mit der Einatmung etwas tiefer in deine Kissen oder Unterlage sinkst. Wie sich der Druck ganz leicht verstärkt, dort, wo du Kontakt hältst mit dem Boden oder der Matte oder deinem Sitzkissen. Wenn deine Füße Kontakt zum Boden haben, wirst du auch dort wahrnehmen, wie sich der Druck bis in deine Fußsohlen und Zehenspitzen hinein ganz leicht fortsetzt. Der Mitte deiner Fußsohlen an den Ballen. Dort, wo Ballen und Spann ineinander übergehen, sitzt der erste Nierenmeridian, genannt die sprudelnden Quellen. Lass gedanklich diesen Punkt ganz weich und durchlässig sein, als wäre dort die Mündung einer Quelle, die dich mit frischer, neuer Lebensenergie versorgt. Atme durch diesen Punkt ein und aus. Sage zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug.
um dich mit neuem Leben zu füllen. Ausatmen, um loszulassen, anzukommen, hier und jetzt. Und lass zwischen dem Moment, wo du ein- und wieder ausgeatmet hast, einen kleinen Moment verweilen, ein Innehalten. Du kannst innerlich auf 3 oder 5 zählen, bevor du den nächsten Atemzug, nachdem es dir verlangt, wieder nachgibst. Ausatmen, verweilen. Ausatmen, verweilen. Und wähle den für dich richtigen Rhythmus. Mach dir noch für einen Augenblick bewusst, welche Körperteile jetzt in diesem Moment miteinander Kontakt haben. Deine Zunge, die das Innere deiner Lippen und Wangen, vielleicht deine Zähne oder Gaumen berührt. Deine beiden Lippen, die sich ganz zärtlich aufeinander schminken, wenn sie nicht leicht geöffnet sind. Und auch deine Augenlider zueinander. Vielleicht ruhen deine Hände auf deinem Schoß oder auf den Oberschenkeln. Nimm auch dies einfach nur wahr. Und behalte diese innere Aufmerksamkeit. Wenn du beobachtest, dass deine Gedanken zu weit abschweifen oder den Ereignissen des Tages, den erledigten oder unerledigten Aufgaben hinterherjagen, dann sage zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam beobachte ich diesen einen Atemzug. Und während du deine Aufmerksamkeit bei deinem Atem behältst, lade ich dich dazu ein, einen Moment lang
deine Erinnerung auf einen glücklichen Moment in deinem Leben zu werfen. Ein Moment, wo dein Herz in deiner Brust zu klopfen begann. Herzklopfen. Wann hattest du das letzte Mal Herzklopfen? Herzklopfen aus freudiger Erregung. Und versuche dich daran zu erinnern. Vielleicht war es erst kürzlich. Als ich ein besonderes Ereignis für dich ankündigte. Oder es lag schon länger zurück. Moment, wo du mit Spannung etwas erwartet hattest. Vielleicht einhergehend mit Schmetterlingen im Bauch. So, wie wenn wir verliebt sind. Wenn wir einen uns wichtigen und geliebten Menschen erwarten. Vielleicht noch unsicher. Und auch mit einer gewissen Nervosität begleitet. Auch andere Ereignisse wie die einer Prüfung oder wenn wir einen Auftritt, eine Rede oder eine andere Möglichkeit haben, vor Menschen zu stehen und zu sprechen und uns zu zeigen, so wie wir sind. In dem Moment, wo wir im Leben sichtbar werden, für einen Menschen, der uns wichtig ist, oder vor mehreren, vor einem Publikum, kann es gut sein, dass unser Herz beginnt zu trommeln. Vor Freude und Aufregung Purzelbäume zu schlagen. Und es gab diese Ereignisse in unserem Leben. Ob sie nun länger oder erst kürzlich zurücklagen. Der erste Schultag. Das erste Verliebtsein. Und selbst der Sprung von einem 1 oder 3 Meter Brett hinab in die kühlenden Fluten des Freibades. Oder wenn wir einen Felsen hinabgesprungen sind, um im Fluss oder See zu baden. Nimm das Ereignis, was dir nun am nächsten ist, am deutlichsten ist. Und lass es in deiner Erinnerung deutlicher werden. Versuche dich an die Empfindungen zu erinnern, die du damals gespürt hast.
Es kann gut sein, dass dieses Ereignis weitere Bilder in dir hervorruft. Vielleicht erinnerst du dich an den Ort. Oder du erinnerst dich an die Jahreszeit. Vielleicht spürst du einen warmen Wind auf deiner Haut. Und eine gewisse Szene kommt dir ins Bewusstsein, ohne sie unbedingt auch eindeutig zuordnen zu können. Vielleicht ist es nur die Atmosphäre, die du abgespeichert hast. Vielleicht Stimmen von anderen Menschen oder leise Musik im Hintergrund oder das Zirpen von Grillen oder Meeresrauschen. Vielleicht war es auch ein ganz anderes Ereignis, eine andere Situation, die du mit deinem Herzklopfen, freudigen Herzklopfen verbindest. Und indem du daran denkst und die Gedanken, Bilder, Empfindungen in dir aufsteigen lässt, verbindest du dich mit diesem Gefühl und es ist, als würde es jetzt in diesem Augenblick ein klein wenig zu dir zurückkommen. Atme diese Erinnerung. Lass dich immer mehr darauf ein, hier und jetzt. Wie hast du dich gefühlt in diesem Augenblick? Und auch wenn die Erinnerung nicht eindeutig in dir erscheint, dann lass die Assoziationen, Gedanken und Fantasien dazu zu. Lass sie in dir Raum und Wirklichkeit werden. Und behalte dieses, was du jetzt in diesem Augenblick fühlst, die Erinnerung. So stark oder leicht, wie immer du sie auch erlebst. Erlaube es dir, dass sie sich verändert. Lass einfach alles zu, was Herzklopfen für dich bedeutet, und spür, wie lebendig, wie energievoll du in diesem Augenblick bist.
Lass für einen kleinen Augenblick eine andere Erinnerung in dir aufsteigen. Einen Moment, wo du vielleicht in Sorge warst oder in Aufregung. Etwas, was dir in gewisser Weise vielleicht sogar Angst gemacht hat. Und nun, ohne zu tief in dieses Erlebnis einzutauchen, vergleiche diese beiden Erinnerungen, an denen du Herzklopfen verspürt hast. Du bist hier und jetzt. Beide Erlebnisse sind in dir gespeichert. Beide Herausforderungen hast du gemeistert. Unser Herz, wenn es in unserer Brust zu klopfen beginnt, zeigt es uns, dass uns der Moment, der Mensch und unser eigenes Leben von Wichtigkeit ist. Vielleicht auch, dass wir gut dastehen wollen, was wir tun, denn wir sind hier und jetzt. Und es ist ausreichend, ausreichend für unser Leben. Wir haben es bewiesen. Du bist hier und jetzt. Wann immer wir unser Herz öffnen, werden wir verletzlich, angreifbar. Aber wir öffnen die Pforten und Tore der Liebe. Die Liebe, ein Gefühl so stark und zerbrechlich, dass wir sogar dabei unser Herz verlieren können. Die Liebe, ein Zustand, der uns Glückseligkeit und Verwundbarkeit schenkt, da er uns an das Leben selbst erinnert. Zu lieben bedeutet zu leben. Zu leben bedeutet zu lieben. Ja zu sagen zur Liebe bedeutet Ja zu sagen zum Leben. Und Ja zu sagen zum Leben bedeutet zu lieben. Und das Leben mit offenen, mutigen Armen zu empfangen. Öffne dich ganz dieser Liebe an das Leben. Spür, wie jetzt in diesem Moment dein Herz in deiner Brust seinen Takt schlägt. Den Takt deines Lebens. Es ist, als ob das Herz, wenn es so schlägt, vielleicht miteinander schlägt, dass es eine eigene Sprache spricht. Eine Sprache, die uns daran erinnert,
dass alles Leben miteinander verbunden ist und du und ich in Verbindung stehen. Und wenn dein Herz schlägt, dein Herz sich öffnet, nicht starr, nicht eingezwängt, sondern offen ist, bereit sich auf das Leben einzulassen, bereit zu wagen, zu vertrauen, Verbindungen zu knüpfen. Aber offen zu sein bedeutet auch achtsam für uns selbst zu sein und mit uns selbst verbunden. Für uns selbst da zu sein. Und vielleicht, auch wenn notwendig, die Tore zu schließen und uns zu schützen. Um mit deinem Herzen in Verbindung zu gehen. Ausatmen. Um dich dem Leben hinzugeben, der Liebe des Lebens mit deinem Atem und durch deinen Atem zu folgen. Erinnere dich daran. Wann immer du Herzklopfen verspürst, bedeutet dies, dass du mit der Intensität des Lebens verbunden bist. Das ist ein Moment der Verbundenheit, der Herausforderung des Wachstums, der Lebendigkeit. Vitalität bedeutet, dass du mit der Quelle des Lebens, wie unten an deinen Fußsohlen mit den sprudelnden Quellen, dass du mit der Quelle des Lebens direkt in Verbindung stehst und trittst. Atme dein Leben. Einatmen, um mit der Liebe deines Herzens dich dem Leben zu öffnen. Ausatmen, um loszulassen, um dich hinzugeben. Zum Hier und Jetzt. Und diese Meditation ist jetzt an seinem Ende angelangt, aber wenn du möchtest, kannst du noch einen Moment mit mir den Worten von Geil Gibran folgen, als er uns von der Liebe spricht. Dann, sagt Almitra, sprecht zu uns von der Liebe. Und er hob seinen Kopf und betrachtete die Menschen, und sie wurden still. Und mit lauter Stimme sagte er: Wenn die Liebe euch streift, so folgt ihr, auch wenn ihre Wege hart und steil sind
Und wenn ihre Flügel euch umhüllen, so gebt ihnen nach. Und wenn das Schwert euch verwunden mag, das ihre Schwingen verbergen, und wenn sie zu euch spricht, so glaubt ihr. Und wenn ihre Stimme eure Träume zerrüttet, so wie der Nordwind euch den Garten verwüstet. Denn wie die Liebe euch krönt, so kreuzigt sie euch. Und wie sie euch wachsen lässt, so schneidet sie euch auch zurück. Und wenn sie an euch emporsteigt und eure zartesten Triebe zärtlich umkost, die in der Sonne erzittern, ebenso steigt sie zu euren Wurzeln hinab und rüttelt an ihrem Halt in der Erde. Wie Korngraben lädt sie euch auf, drischt euch, um euch zu entblößen, siebt euch, um euch von den Spelzen zu befreien, malt euch zu glänzlicher Weiße, knetet euch, bis ihr gefügig seid, und übergibt euch dann ihrem heiligen Feuer, damit ihr zu heiligem Brot für Gottes heiliges Mahl werdet. All diese Dinge wird die Liebe euch antun und ihr die Geheimnisse eures Herzens erkennt und in dessen Erkenntnis euch verwandelt und in einem Teil des einen Herzens des Lebens. Doch solltet ihr in eurer Angst nur den Frieden der Liebe und die Freuden der Liebe erstreben, dann ist es besser für euch, eure Blöße zu bedecken und den Dreschplatz der Liebe zu verlassen und die gleichmütige Welt zu betreten, in der ihr lachen sollt, aber nicht all euer Lachen, weinen sollt, aber nicht all eure Tränen. Die Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als sich selbst. Die Liebe besitzt nicht, noch kann sie besessen werden. Denn die Liebe ist nur sich selbst, der Liebe genug. Dankeschön. Ich danke euch für das Herzklopfen des heutigen Abends, für diese Auszeit, und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und ein schönes Nachklingen. Dankeschön.